So Leute, ich habe was in die Hand bekommen, was erst in ein paar Tagen rauskommt. Und das wollte ich euch zeigen und natürlich nicht vorenthalten. Und zwar Smart Hive Xeno Skin. Ich habe auf dem Channel vielleicht auch schon 2 Videos zu den Smart Hives gemacht. Vielleicht mag ich die Box. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Doch, bin ich. Ich mag die Box. Und vorher war es die Planeswalker Limited Edition. Die es dann auch nur in diesem Schwarz gab mit dem Planeswalker-Symbol und Ähnlichem. Links dazu sind beide in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir einen Smart Hive wirklich als farbige Box, die dann rauskommt. Gerade auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so Magic-affin sind und halt eher ein anderes TCG spielen. Oder natürlich auch für Leute, die einfach dieses Planeswalker-Symbol nicht so hübsch finden. Für die gibt es jetzt auch noch Farben. Ich habe nicht mehr rausgesucht, welche Farben es gibt. Es gibt ein paar Farben. Nicht alle, was ich sehr schade finde. Aber es gibt so die wichtigsten, ja? Pink. So, dann gucken wir uns mal den Smart Hive an, ob da irgendwie was sich geändert hat dran, außer an der Farbe. Das würde mich mal interessieren, weil ich habe ja gerade in den Videos auch teilweise ganz harsche Kritik an ein, zwei Sachen gegeben, die ich nicht so schön fand. Und deswegen gucken wir uns mal an. Das Material ist richtig das normale Xeno-Skin. Ja, sieht gut verarbeitet aus. Sieht aus wie der andere. Hat dann auch genau hier oben die Snapclaw drin, die dann halt eben hier unten mit der anderen einrastet und dann eben dafür sorgt, dass die Box nicht so auseinandergezogen werden kann. Sie kann immer noch aufklappen, easy peasy, aber auseinandergezogen werden kann sie nicht mehr. Genau, dann haben wir, dann haben wir eine Matte. Das ist geil. Das ist hübsch. Das liegt jetzt dran, dass ich eine First Wave Edition in der Hand habe. Dieses First Wave wird bei den anderen wahrscheinlich nicht draufstehen, dass sie das hier extra mit eingearbeitet haben. Das ist natürlich nicht schlecht, das ist natürlich ganz hübsch. Das Material innen drin, muss ich sagen, das wirkt ein bisschen weicher als, beziehungsweise ein bisschen auch abgegriffener als das aus den Smart Hives, die ich bisher hatte, also mit der Planeswalker Edition, aber jetzt nicht schlecht. Gerade als Matte auf jeden Fall besser spielbar als die von der Planeswalker Edition. Gut, dann haben wir die obligatorischen Fächer. Und ich sehe, eine Sache wurde nicht geändert. Und zwar hier ist immer noch links und rechts einfach nicht so ein kleiner Stopper drin. Wenn da so ein kleiner Stopper drin wäre, würde mir das auf jeden Fall besser gefallen. Ja, der Rest ist wie der normale Smart Hive tatsächlich. Also ich hätte jetzt gedacht, dass da zumindest ein bisschen was noch geändert wird. Aber nein, es ist tatsächlich einfach nur Farbe und Planeswalker-Symbol. Und eben, dass hier First Wave steht. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, dass es die jetzt auch abgesehen außerhalb dieser Planeswalker Edition gibt. Vielleicht für manche Leute interessant. Für mich auf jeden Fall mit Planeswalker Edition als Smart Hive wesentlich angenehmer, einfach weil ich mag das Symbol und ja, ich mag schwarz. Ansonsten ist da jetzt nicht viel anders dran. Ist eine gute Box. Wenn ihr genauer sehen wollt vom Test her oder was ich von dieser Planeswalker Series halte oder eben von dieser Box, was man eben mitmachen kann, was nicht, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind noch 2 Videos verlinkt. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.